Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Einwandbehandlung und vor allen Dingen geht es darum, wie du ja ohne Einwandbehandlung auskommst. Ich muss aber allerdings gleich ein Stück weit revidieren. Ohne Einwandbehandlung geht es nicht. Aber ich möchte in diesem Video zeigen, wie du ja das Ganze nicht mehr persönlich machen musst, beziehungsweise wie du es schaffen kannst, dass die Einwandbehandlung innerhalb deines Arbeitsalltages dann quasi auf ein Minimum reduziert wird. Wichtig ist dazu brauchen wir im Prinzip, ich sag mal, ein System, nach dem wir arbeiten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir geeignete Personen finden, die dann in das System quasi hineinbringen, damit das System im Prinzip mehr oder weniger automatisiert die Vorarbeit für uns leisten kann. Das heißt, Interessenten vorinformieren kann, die Einwände quasi schon ansprechen kann, die Antworten darauf geben kann, sodass wir dann am Schluss nur noch mit ernsthaften, interessierten Menschen über das Ganze dann sprechen müssen. Und wie das dann jetzt aussieht, das möchte ich dir jetzt in diesem Video zeigen. Trotz alledem kann es natürlich sein, dass du trotzdem immer mal wieder auf Einwände stößt. Und deshalb habe ich dir zusätzlich zu diesem Video noch einen Artikel erstellt. Findest du den Link unterhalb des Videos oder schau auch mal in den Kommentaren nach. Wenn du draufklickst, dann zeige ich dir in diesem Blogartikel, wie du auch auf Einwände super einfach mit einer super simplen Methode quasi reagieren kannst, wie du drauf eingehen kannst und wie du das ganz einfach dann für dich, wie du den Einwänden da ganz einfach begegnen kannst und die aus der Welt räumen kannst. Okay, aber das soll jetzt nicht Thema dieses Videos sein. In dem Video geht es jetzt halt, wie gesagt, darum, ein System zu schaffen. Und wie ich schon gesagt habe, ist es wichtig, dass wir geeignete Personen finden. Ja? Und wenn ich natürlich Einwände behandeln möchte in einem automatisierten System, dann muss ich ja auch logischerweise erstmal wissen, welche Einwände haben denn meine Kunden, welche Einwände haben denn meine zukünftigen Vertriebspartner. Und dazu wäre es halt schon mal gut, wenn man nicht gleich von Anfang an sagt, okay, ich möchte jetzt automatisiert arbeiten, sondern dass man die ersten Schritte ja auch mal in der Praxis geht, damit man überhaupt weiß, okay, wer sind denn eigentlich meine Kunden, dass man so einen Kunden auch mal live sieht, dass man mit dem mal am Tisch sitzt und einfach auch mal weiß, was sind denn die Probleme, was sind denn die Sorgen, was sind denn die Schwierigkeiten der Menschen, um dann dementsprechend auch das System so gestalten zu können, dass man dann auch tatsächlich die richtigen Menschen anspricht, nämlich die, die man dann auch tatsächlich haben will. Und dazu muss ich halt auch wissen, okay, vor welchen Herausforderungen stehen die? Ich sag mal, jemand, der jetzt kurz oder der 50 ist, der hat unter Umständen ganz andere Herausforderungen oder Ziele, Wünsche, Träume wie ein 20-Jähriger, während der eine vielleicht schon drüber nachdenkt, wie er sich seine Rente aufbessern kann, denkt der andere drüber nach, wie er ein schnelles Auto kriegt, und dementsprechend ist auch der Kenntnisstand und die Lebenserfahrung von den Menschen immer ein Stück weit auch unterschiedlich und da ist es halt wichtig, dass du von deiner Zielgruppe, also den Menschen, die du tatsächlich anziehen willst, dass du da auch tatsächlich weißt, was die bewegt und das sollte nicht jetzt irgendwie am Reißbrett sein, das kannst du zwar machen und kannst das System dann auch immer weiter optimieren. Und mit jedem neuen Interessenten, wo du zu tun hast, kannst du das Ganze verfeinern. Aber meine Empfehlung ist da immer am Anfang auch mal tatsächlich, nennen Sie mal an die Front zu gehen und mal mit ein paar Menschen dann auch tatsächlich persönlich zu sprechen und dann erst quasi das Ganze zu automatisieren. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, wir sind jetzt schon diesen Schritt gegangen, dann brauchen wir im Prinzip ein System, welches es schafft, quasi uns hier, du musst dir das vorstellen, wie so ein Trichter und in diesem Trichter gibt es dann so verschiedene Ebenen, und wir müssen es schaffen, hier oben möglichst viele Interessenten, am besten geeignete Interessenten, also Menschen, die für uns in Frage kommen, hier oben in diesen, manche nennen es dann auch Sales Funnel Trichter, wie auch immer, Verkaufstrichter, wie auch immer du das Ganze nennen willst, da oben müssen die halt rein. Die müssen durch diese einzelnen Schichten durch, und hier unten kommen dann dementsprechend die Kunden beziehungsweise dann die Vertriebspartner, ich sag mal, raus beziehungsweise die Interessenten, sodass du halt nur noch mit Leuten sprichst, die auch tatsächlich ernsthaft an deinem Angebot interessiert sind. Und auf diesem Weg müssen die dann natürlich verschiedene Phasen durchlaufen. Und wie machst du das am besten? Das kannst du entweder über Messenger-Marketing machen. Meine Empfehlung ist nach wie vor E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist das, was die meisten Menschen halt auch nutzen.
Und ja, es geht dann halt letzten Endes darum, hier auf diesem Weg den Menschen zum einen Infos zur Verfügung zu stellen. Ja, das heißt, du musst dir einmal einen Überblick verschaffen über all das, über was du die Menschen quasi informieren willst. Also wenn du Tätigkeiten hast, die du, stell dir einfach mal vor, du machst jetzt ein 1:1 Gespräch. Was sind die Dinge, die du ja immer wieder und wieder vorstellen musst? Die Geschäftspräsentation, dann wie gesagt auch die Einwandbehandlung. Was sind Einwände, die immer und immer wieder kommen? Geschichten von anderen Leuten in deinem Team, ja, in deinem Unternehmen, Erfolgsgeschichten, dass du einfach so, ich sag mal, den Beweis auch hast, dass das Unternehmen, dass das, was du tust, dass das auch funktioniert. Und alles das, was du immer wieder tun musst, das kannst du hier via E-Mail-Marketing quasi automatisieren. Ja, du kannst die Leute da vorab informieren. Und da solltest du einfach mal alles zusammentragen, was du machen möchtest, über was du informieren möchtest. Und dann hast du halt im Prinzip die E-Mails, ja, die den Interessenten, wenn er dann hier oben dann halt in diesen Trichter reinkommt, dann kriegt er eine erste Mail, eine zweite Mail, eine dritte Mail und so weiter und so fort. Und jede E-Mail hat dann eben einen anderen Schwerpunkt. Die erste ist jetzt zum Beispiel dann die Informationen, die Geschäftspräsentation zum Beispiel. Die zweite E-Mail könnte dann sein, häufig gestellte Fragen zu beantworten. Die dritte, vierte, fünfte, sechste E-Mail könnte dann sein, ja, die einzelnen Einwände durchzugehen. Ja, zum Beispiel, wenn du häufig hast, ja, ist das Ganze ein Schneeballsystem, dann wäre jetzt eine E-Mail zum Beispiel, warum es sich hier um kein Schneeballsystem handelt. Und dann kann man wirklich hier ja aber auch mit Mehrwert arbeiten und wirklich beschreiben, was ist denn der Unterschied zwischen einem Schneeballsystem und einem seriös geführten Unternehmen im Network Marketing und warum gehört dein Unternehmen zu den seriösen, ja? Und so kannst du das im Prinzip vorarbeiten und kannst quasi diese Ängste, diese unausgesprochenen Sorgen, wie kann ich das, ist es für mich einfach, ja, kannst du in den E-Mails aufgreifen und dann quasi verarbeiten, sodass du die Leute immer mehr und mehr sensibilisierst für das Thema, ja, und dass sie immer mehr Hintergrundinformationen haben, sodass du hier unten, ja, wenn dann jemand auf dich zukommt, egal wie du das dann machst, ob du das in einem persönlichen Gespräch machst, ob du, ja, dass die Leute sich direkt in deinem Geschäft eintragen, ja, egal wie das Ganze dann abläuft, dass du im Prinzip für dich hier unten mit ernsthaft interessierten Menschen sprichst. Also, das wären halt zum einen dann, wie gesagt, Infos. Es wären dann die Einwände, ja, die du hier behandeln kannst. Es sind ja die Erfahrungen zum Beispiel anderer, auch immer ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass Menschen sehen, dass es schon Leute gibt, die oder dass das Geschäft halt einfach funktioniert, ja. Und das sind solche Themen, die kannst du ja aufbauen. Und wenn du dir so ein System aufbaust, ja, dann hast du im Prinzip deine Einwandbehandlung ja auf ein Minimum reduziert. Wenn heute Menschen auf mich zukommen, ja, dann muss ich nicht mehr drüber reden, ist es ein Schneeballsystem, ist es kein Schneeballsystem, sondern ja, die wissen genau, was mache ich, die wissen genau, was kriegen sie bei uns und dann gibt es noch so ein paar Fragen, wie sind jetzt die ersten Schritte und so weiter, ja. Und das Gleiche kannst du auch zum Beispiel dann machen für deine Ausbildung, kannst die Ausbildung dann schrittweit automatisieren. Und so habe ich halt im Prinzip meinen Arbeitsalltag so gestaltet, dass ich ja diese ganzen Basics nicht immer und immer wieder den Menschen erklären muss, sondern mein Job ist es, oder das ist so das, was ich halt ja die meiste Zeit meines Tages mit verbringe, hier oben ja neue Interessenten dann quasi reinzukriegen, um die dann quasi vorzuqualifizieren. Okay, wenn das Video für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst und das Ganze mit deinem Netzwerk dann auch teilst. Und ja, wenn du Fragen hast, nutz doch gerne da die Kommentarfunktion dazu. Und ja, mich würde auch deine Meinung zu dem Thema interessieren. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.